Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream. Ich bin live auf Twitch mit Coral Island. Es war relativ spontan, dass wir das Spiel gerade gestartet haben. Wir haben nämlich eben Story of Season gespielt und wir dachten uns irgendwie, wäre es mal cool, wenn wir auch dieses Spiel anschauen. Ich habe noch nicht viel davon gesehen, nur mal kurz reingeguckt. Und es ist auch noch nicht im Full Release. Also jetzt habe ich vergessen, wann es denn voll released wird, Leute. Das Ganze ist ein Livestream, also für den Fall, dass ihr jetzt dachtet, das wäre ein Let's Play, das ist ein Livestream. Ich bin gerade live auf Twitch, es ist uncut, mehr oder weniger. Ich schneide so ein paar Alerts und sowas raus, aber ansonsten ist es uncut. Deswegen wird dieses Video jetzt auch eine Stunde ungefähr gehen. Wir wollen da einfach mal ein bisschen reinschauen. Also wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Ich will einfach erstmal kurz reinschauen in das Spiel. Und dann wird es auch mehrere Parts auf dem Kanal geben, die immer so um die 1 bis 2 Stunden gehen werden. Und ihr werdet an der Seite auch schon voll lieb von den Twitch-Zuschauern begrüßt. Das heißt, das Ganze findet live auf Twitch statt. Wenn du auch gerne mal live dabei sein möchtest, einfach twitch.tv/insanedra, also Insanedra, dann findet ihr mich dort oder schaut gerne auch die Videos nach. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich zeige die dann immer im nächsten Stream und dann könnt ihr da auch ein bisschen mit den Twitch-Zuschauern kommunizieren. Okay, cool. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ganz viel Spaß und let's go. Ich bin so gespannt, wie es ist. Okay. Ich habe es jetzt mal auf den Controller gestellt. Und, na warte, wir gucken jetzt erstmal ganz kurz. Ich glaube nämlich, dass es mit dem Controller einfacher ist. Episch, natürlich. Alles außer Bewegungsunschärfe. Okay, ich weiß noch nicht, wie es von der Lautstärke ist, ob das laut genug ist, ob wir noch ein bisschen Musik im Hintergrund brauchen. So. Warte mal, stopp. Okay, die wollen auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Ehe- und Kinder-Update. Okay, süß. Mehrspieler-Update. Okay, was, aber da steht jetzt nicht dabei, für wann. Aber Mehrspieler-Update, also das heißt jetzt aktuell ist es Singleplayer, korrekt? Okay. Hey, die können uns schön machen. Hautfarbe halt hell. Oh. Ja, wir machen klassisch einfach. Oha, krass. Ach, süß. Oh, da gibt es auch richtig schöne Frisuren. Ich mag das Design. Oh, das ist doch schön. Oh. Voll niedlich. Kurz meine Schwester sagen, dass ich stream. Ja, Sari, hallöchen. Deswegen habe ich es mir jetzt angeschaut, weil es im Game Pass ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir direkt gekauft hätte, aber das ist ja mal so cool, dass es auch im Game Pass mit drin ist. Augen, Stil. Was ist das jetzt für ein Farbton? Für was jetzt? Für die Augenfarbe oder was? Ja.
Oh, schön. Augen müssen sein. Hä? Ja, oder? Was wieder nicht, was ich gerade gesagt hatte, ne? Schöne Nase. Ach, sie ist schon süß, ne? Kein Schnurrbart. Oh. Oh, Mama, so, hä? Huh? Was habe ich denn gesagt? Guck mal, wie schön! Oh? Sandri oder Insandra? Mama, Sandri, oder? Ja, Fosselhof natürlich! Oh. Fusselhof, Leute. Der Fusselhof. Die Noelli, Hallöchen. Oh, wir sehen richtig schön aus. Ich weiß nicht, wofür die Anrede MX steht, wenn ich ehrlich bin. Das weiß bestimmt jemand im Chat. Ja, let's go. Wir machen jetzt nicht hier ewig im Kass rum. Weiter geht's. Oh. Ja, voll cool, dass es im Game Pass drin ist. Ace, danke für die Info. Ich hätte es mir wahrscheinlich über irgendwas gekauft. Für non-binär? Ah, okay. Mhm. Wusste ich echt nicht. Gut zu wissen. Du verlässt Pocoyo, um ein neues Leben auf Coral Island anzufangen. Oh, reif für die Insel. Was ist der Game Pass? Für Microsoft kann man sich einen Game Pass holen. Da bezahlst du im Monat irgendwie 20 Euro oder 15 Euro oder je nachdem, wie teuer das ist. Und dann kannst du damit verschiedene Spiele ausprobieren. Wenn der Monat abgelaufen ist, hast du aber keinen Zugriff mehr auf die Spiele. Hallo Sandri, willkommen zurück auf Coral Island, dein neues Zuhause. Es ist schon eine Weile her, Sandri. Schön, dich wiederzusehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal Besuch hatten. Ich nehme an, du hast eine angenehme Reise mit Herr Wataru? Oh! Ja, die Reise war sicher und angenehm. Wunderbar, ich hätte auch nichts anderes von Herr Wataru erwartet. Er ist der beste Seefahrer, den man sich wünschen kann. Du bist bestimmt sehr müde von der Reise. Gehen wir zu deinem neuen Zuhause. Mhm. Süß. Okay, die Böden sind fertig. Ach du meine Güte, was für ein Zufall. Wir sind hier gerade mit den Reparaturen fertig geworden. Ist das der neue Farmer? Rin, excuse moi. Genau, Sandri, das sind Dina und Yoko. Sie sind die Schreiner hier. Schön, dich kennenzulernen, Sandri. Hallo, Sandri. Es ist immer aufregend, dein neues Gesicht auf unserer kleinen Insel willkommen zu heißen. Das stimmt, Sandri. Das hier ist dein neues Zuhause. Es ist ein wenig heruntergekommen, but... Aber... wie bitte? Bürgermeister Connor? Willst du damit etwas sagen, dass wir hier schlechte Arbeit geleistet haben? Nein, ich meine... Keine Sorge, war nur ein Scherz. Leider konnten wir nur das undichte Dach reparieren und einen Teil des morschen Holzes austauschen. Falls du noch weitere Renovierungsarbeiten durchführen möchtest, schau einfach in unserem Laden oder bei unserem Haus in Hillside, nördlich von hier vorbei. Wir werden dir dafür nichts anrechnen, aber das Material musst du selbst sammeln. Sobald wir das Fundament renoviert haben, kannst du dein Haus nach Belieben dekorieren. Die genaue Anweisung findest du in deinem Postkasten. Also gut, es ist Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Man sieht sich.
Pass auf dich auf, Sandri, und viel Glück. Bye! Wir winken mal. Wie du siehst, freuen sich die Leute sehr, dass du hier bist, besonders Sam. Du solltest mal bei ihm vorbeischauen, sobald du dich hier ein wenig eingelebt hast. Er ist der Besitzer des Gemischtwarenladens in der Stadt. Und das ist das Feld, auf dem du den Großteil deiner Zeit verbringen wirst, nehme ich an. Oh, wow. Cool! Es sieht zwar ein wenig chaotisch aus, aber du wirst dich bestimmt bald darum kümmern. Wenn du deine Ernte eingebracht hast, kannst du sie und alle anderen Dinge, die du verkaufen möchtest, hier in die Lieferkiste ablegen. Ich liefere den Inhalt anschließend über Nacht zu den entsprechenden Läden in der Stadt und du bekommst das Geld dafür am nächsten Tag. Ich gehe jetzt, damit du dich ein wenig ausruhen kannst. Und da du gerade hier angekommen bist, hast du bestimmt noch nichts für deine Farm gekauft. Hier bitte ein kleines Willkommensgeschenk von der Stadt. Hey, thank you. Das ist eine Gießkanne, eine Axt, eine Sense und ein paar zufällige Samen. Falls du sonst noch etwas brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Du kannst gerne mit allen Problemfragen zu mir kommen oder falls du Lust hast, auf eine hervorragende Sake hast. Willkommen zu Hause, Sandri. Hey, der ist so ein lieber Boy. Der ist ein guter Bürgermeister, er kümmert sich um seine Neuankömmlingsbürger, weil ich bin ein Neuankömmlingsbürger. Oh. Okay. Cool. Wir haben eine neue Quest. Samenpflanzen und Samengießen. Okay. Unser Briefkasten leuchtet. Damit wir dein Haus reparieren können, musst du Material für uns sammeln. Bitte sammel 50 Holz und 20 Stein. Das sollte reichen. Wenn du alles gesammelt hast, gehe zur Schreinerei. Erstelle einen Auftrag an der Theke, damit wir die Arbeit beginnen können. Diese Arbeit können wir am selben Tag erledigen. Oh, die sind... Ach cool, die beiden Quests sind jetzt angepinnt. Ist die Musik laut genug? Ah, Dankeschön für eure Gesundheit. Sind die gut? Danke für eure ganzen Gesundheitswünsche. Oh, 15 Mal daneben geschlagen. Boah, das war ein großer Felsen. Erstmal eine Ecke nach der anderen. Ich habe einen Baum gefällt. Gibt's das Spiel eigentlich auch für die Switch? Ja, voll, Selin, habe ich auch gerade so ein bisschen den Eindruck. Oh, da brauchen wir schon einiges an Holz. Machen wir mal hier ein bisschen Platz. Also ich finde, es sieht auch oben rechts und so ganz schön... Ah, warte mal, meine Kamera ist jetzt davor. Ich verschiebe die mal ein bisschen, damit ihr alle die Quests sehen könnt. Also es geht natürlich ganz schön auf unsere Ausdauer, ist klar, aber... Ja, wie macht man das jetzt? Weil ich will auch nicht vor den Ressourcen sein. Probieren wir es mal hier und guck mal, ob es passt. Weil sonst bin ich immer vor den Ressourcen, die ich einsammeln. Gucken, ob wir das auch wegkriegen. Ah ja, okay, cool. Das war jetzt richtig viel, ne? Aber es geht, wie gesagt, ganz schön auf unsere Ausdauer. Also das gefällt mir jetzt schon besser als bei Story of Season. Weil das scheint auch nicht irgendwie fehlerhaft zu sein, ne? Man hat diese Anzeige, die oben abläuft. Muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen.
Und Mini, Hallöchen. Und wisst ihr, was ich ganz angenehm finde? Ich habe, so Misha meinte vorhin, dass die Draufsicht nicht so geil ist. Ich verstehe voll, was sie meint. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass es nicht so... Also ich habe manchmal das... Ich mag das manchmal nicht, dass man mit zwei Sticks drehen kann, sich selbst plus den Blick drehen kann, weil dadurch entsteht immer so ein wildes Bild, finde ich. Da bin ich jetzt tatsächlich gerade mal anders positiv gestimmt, weil ich froh bin, dass das Bild sich nicht so schnell dreht. Weil manchmal komme ich damit nicht so gut klar, weil ich ja nicht so die typische Controller-Spielerin bin. Und dann tue ich mir immer ein bisschen schwer, wenn sich das ganze Bild so schnell dreht. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir erstmal hier diese Ecke frei. Oh ja, wir müssen jetzt aber eigentlich... Also ich glaube, das ist eine absolute Geschmackssache, ne? Wegen der View. Wir spielen Coral Island gerade. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das Spiel... Also das ist... Können wir nochmal... kann mir vielleicht nochmal jemand... Achso, das ist zu schwach. Kann mir nochmal jemand die Info geben... Warte mal, was ist denn das hier? Ist das was zum Essen? Oh ja. Kann mir noch mal jemand die Info geben? Oh. Nee, man weiß es noch gar nicht. Okay. Oh. Ach, man kann auch so schnell sein. Okay, cool. Oh, das könnte mir gefallen, das Spiel, Leute. Q4 in 23 habe ich gerade gefunden. Okay, ja, das war das, was ich auch gerade gesehen habe auf die Schnelle. Okay. Und wissen wir jetzt, ob es das auch für die Switch gibt? Bei der Switch kostet wieder 400 Euro bestimmt. Switch-Spiele sind so teuer. Oh, macht es, Kitty. Wo geht's denn hin in den Urlaub? Hört sich gut an. Man kann oben auch die Dings verfolgen, ne? Die Ausdauer, das finde ich auch ganz cool. Okay, wir haben unsere Quest erfolgreich abgeschlossen. Was haben wir denn da oben? Wir haben ein... Oh Gott, ist das viel wieder. Wir haben ein Tagebuch. Okay, das finde ich schön. Wir haben ein Questbuch. Wir haben verschiedene Herstellungssachen. Ich mag den Grafikstil. Der gefällt mir echt gut. Ah, okay. Mini! Hi, Girl, wo kommst denn du jetzt denn her? Ja, hallo, Mini! Hä? Sag jetzt nicht, dass du vorhin Hallo geschrieben hast. Wir müssen jetzt, also, oje, 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 wir müssen, also, wir müssen ja jetzt, also, wir müssen ja jetzt, du hast mich einfach überlesen. Oh Mann, was, was? Wir haben schon eine Weile hier mit ihr unterhalten. Was? Nee. Das stimmt ja gar nicht. Hört doch auf. Besuche den Schreiner. Recyclingzentrum, Museum. Friseur? Wie süß ist das bitte? Oh mein Gott, Leute. Schreiner. Laufen wir ihn richtig? Ja. Ja, schon sehr groß, ne? Knelti, willkommen im Stream. Es heißt Coral Island. Und das Spiel vorher hieß, sorry, das Spiel vorher hieß Story of Season, A Wonderful Life. Das kommt am 27. raus. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen reinzoomen.
Okay, da können wir Sachen kaufen. Hühnerstall. Oh, okay. Klasse, danke. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Oh, cool, das Haus wird schön gemacht. Nee, Mini, weil ja wenige die Posen benutzen. Deswegen habe ich die nicht. Aber es gibt ganz viele verschiedene Creator. Einfach nach Sims 4 Pose Player oder Pose gucken. Ich mache immer Kissing Pose oder so, dann findet man ganz tolle. Auf Story of Season freue ich mich auch schon so sehr. Der Trailer sieht so gut aus. Mhm. Also, ich habe ja Story of Season jetzt schon eine Weile gespielt. Das ist auch echt süß. Ich glaube, langfristig verliere ich dann aber die Freude, weil mir irgendwas fehlen wird dann langfristig. Aber ich glaube, das hier könnte mir länger besser gefallen. Die Map ist etwas zu riesig, das verstehe ich. Oh nein, jetzt habe ich es nicht gelesen. Lass uns zur Farm gehen und die Hütte von Sandri reparieren. Ja, Abmarsch, ihr zwei! Joko ist ready. Wow, das ist ja total stark, Sandri. Dann mal los. Du meinst so, ja, das wollte ich letztens sogar noch machen, Rika, und dann habe ich es wieder vergessen, ne? Oh, wie cool, Simsia. Das ist ja nice. Kannst du auch schon spielen? Was sagt man dazu? Sieht viel gemütlicher aus und fühlt sich auch so an, oder? Los jetzt, mach schon. Hilf mir, deine Sachen reinzubringen. Okay. Ach, süß. Ah, okay. Interessant, Fernandra. Dankeschön. Das alte Ding war echt schwer. Ja, sorry. Kann ja nicht jeder ein Flatscreen haben. Wir sind fertig. Was meinst du, Sandri? Sieht brandneu aus. Danke. Ach ja. Ich würde sagen, dass wir das besser können. Sieh nur, kein schimmeliges Holz mehr. Wir haben alles ausgetauscht. Außerdem haben wir ein neues Fundament für das Haus gebaut. Das heißt, jetzt ist es stabil für mehr Möbel. Du kannst mit der Dekoration anfangen, wenn es wohnlicher wird, weil wir gerade von Dekoration sprechen. Ja krass, Mini, dass du mir einfach im Chat durchgerutscht bist, ne? Was ist denn da los, ey? Wir sind die Besitzer eines Möbelladens in der Stadt, so auch noch. Schreinerei, Möbelladen, die haben ja alles, ne? Die haben einfach alles, ne? Ja, mhm. Aber wir haben nicht mehr so viel Auswahl, weil in letzter Zeit wenig Touristen vorbeikommen. Niemand kauft etwas, weißt du? Schau doch mal vorbei, vielleicht findest du etwas, das dir gefällt. Wenn du möchtest, können wir direkt dorthin gehen. Okay, das reicht. Du schüchterst den Neuankömmling noch ein. Oh, tut mir leid, Sandri. Das ist wohl mit mir durchgegangen. Wir lieben diesen Laden. Es arbeiten sogar einige meiner Cousins von mir dort. Es ist ein Familienbetrieb. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Zeit hast, Sandri. Es ist mittlerweile mitten in der Stadt, also sollte es nicht schwer zu finden sein. Mini. Mini, wie war denn dein Samstag? Alles gut bei dir? Okay, das ist erstmal alles. Liebling, hast du denn nicht noch etwas vergessen? Hat er? Ach ja, der Fernseher. Wir haben noch einen Fernseher für dich, Sandri. Und zwar völlig kostenlos. So? Was ist der Haken? Er ist alt und globig, aber er funktioniert noch einwandfrei. Oh, okay, cool, danke. Und er empfängt jede Menge Kanäle, zum Beispiel dieses Wetter. Naja, manchmal muss man ihnen einen Schlag im 60-Grad-Winkel verpassen, so ungefähr. Die Kanäle sind sehr hilfreich. Der Wetterbericht des Wetterkanals zum Beispiel, du kannst an regnerischen Tagen aufs Gießen und Angeln verzichten. Ich weiß ja nicht, was du so machst, aber du weißt, was ich meine. Außerdem laufen verschiedene Sendungen, ich liebe sie. Bei manchen bekommt man nützliche Tipps, wenn man genau aufpasst. Ups. Ich schätze, das war's erstmal. Wir sehen uns, Sandri. Bis dann, Sandri. Vergiss nicht, im Möbelladen vorbeizuschauen, ja? Ist ja gut, ey. Der Stress da, ne?
bin vor eineinhalb Stunden wieder nach Hause gekommen. Es war ein perfektes Wetter auf der Norderney für eine kleine Auszeit. Hatte heute letzten Urlaubstag genießen, bevor ich Montag wieder ran muss. Och, Mini, das hört sich doch aber wundervoll an. Richtig schön, dass du ein bisschen was erleben konntest. Das freut mich total. Ist morgen sonnig. Perfekt. Ich mag dieses Sprinten. Oh, wir sind richtig müde. Öffne dein Tagebuch, um die Belohnung entgegenzunehmen. Was denn für eine Belohnung? Wir haben 100 Korallpunkte bekommen. Das könnte unser Geld sein. Können wir uns ein bisschen ausruhen? Ja, wir gehen jetzt schlafen, ey. Oh. Der frühe Vogel, Leute. Machen wir hier unser erstes Beet. Wir haben nämlich Rüben. Gerade überlegen, ob ich das schön fände, wenn wir einfach eine lange Linie machen. Sollen wir viereckige Felder machen oder lange Linien? Ich weiß gerade nicht, was mir besser gefällt. Ob ich es schöner fände, wenn wir eine lange Linie haben mit Ernteerzeugnissen oder... Weißt du, also eigentlich... Ja, er wollte doch den... Okay. Okay, wir machen scheinbar keine lange Linie. Oh, ich mag es ja, gell, Blumen zu ernten und zu pflanzen. Ich möchte aber mal schauen, ob da was dabei steht. Früher pflanzen, wächst bis in 4 Tagen, erzeugt regelmäßig Qualität. Vogelscheuche, wo ist hier eine Vogelscheuche? Ich sehe gar keine Vogelscheuche. Wahrscheinlich gibt es noch keine, ha? Huh? Nein, oh. Oh, Müll? Ja. Warum ist denn da Müll? Halt ein typisches Farmspiel, aber sowas liebe ich halt. Ja, same. Ich mag sowas auch voll gerne. Ich will mal gucken, wie das mit der Maus und der Tastatur ist. Karte. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das gut mit der Tastatur und Maus spielen kann. Weil eigentlich bin ich ja Tastatur und Maus, ne? Spielerin. Ach, jetzt haben wir das blöd gebaut, Leute. Naja, ist halb so wild. Piu, piu, piu. Mhm. Okay. Was ist Q? Kann man mit Q irgendwas machen? Vielleicht setze ich das J auf Q um. Lass uns mal gucken.
Ist Q irgendeine Taste zur vorherigen Symbolleiste wechseln? Ah. Naja, gut. Mhm. Ist der Versandbehälter? I ist Inventar. Ich glaube, das setze ich mir auf Shift, weil ich immer Shift drücke, wenn ich Inventar öffnen will. Ist bereits belegt. Hm. Na gut. Oh, Rabenmama, das glaube ich dir. Kranksein ist echt blöd. Gute Besserung. Bringe deine erste Ernte ein. Ja gut, können wir noch nicht, ne? Ach, man kann mit Shift auch rennen. Okay, das ist ja cool. Das ist ein großes Grundstück, das wir hier haben, ne? Guck mal. Schon schön. Ich finde es auch ganz cool, dass wir Quests haben. Der Schreiner könnte dein neues Haus reparieren, aber sobald du ein paar... Ach, okay, das haben wir schon abgeschlossen. Samen pflanzen, Samen gießen. Besuche Sams Gemischtwarenladen. Bringe deine erste Ernte ein. Lass uns mal gucken, wo dieser Gemischtwarenladen ist. Fish and Chips. Recyclingzentrum. Fremder. Hey, komm, wir stellen uns doch mal bei unseren Nachbarn vor. Weil schließlich haben wir Nachbarn, ist doch cool. Frances, hallöchen, wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Ach, da sind ganz viele Tiere. Oh, Entschuldigung. Bist du Sandri? Ich habe schon von dir gehört. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du mal aus der Stadt raus und frische Luft schnappen willst. Dann bist du hier richtig. Ich hoffe, dass du dich hier, dass du hier fündig wirst. Frische Luft, inneren Frieden, was auch immer du suchst. Ach, der ist ja netti. Steht jetzt in der Karte, wie er heißt. Ach, Kenny, das ist ja cool. Und jetzt haben wir ihn hier kennengelernt. Wir wissen... Oh mein Gott, wie cool. Wir sehen, was er liebt. Wir sehen, was er nicht liebt. Wenn wir ihn ein bisschen kennengelernt haben... Er hat sein ganzes Leben auf Coral Island verbracht und unterhält enge Beziehungen zu anderen Inselbewohnern. Seien es Menschen, Tiere, Bäume, Geister aus dem Jenseits. Mit allem. Das ist ja voll cool. Yoko hat Familie auf seinen Nachbarsinseln, besucht sie ab und zu. Mhm. Auch das finde ich toll. Mach ich, Zombie-Ballerina, mach ich. Die haben verschiedene Outfits. Ja, scheinbar. Och, das sieht richtig sweetie aus. Adelina, hallöchen, wie geht's dir? Ach, das war eine tolle Empfehlung von euch, jetzt freue ich mich. Ey, pass auf, du. Kleine Wutz, du. Hier ist eine Ranch. Ach, hier ist ein Laden. Wie kann man denn etwas aus der Hand nehmen? Ach, das gibt's auch auf Steam, Zombie-Ballerina. Okay, ich habe es mir jetzt über den Game Pass geholt von Microsoft, also direkt. Ziemlich cool, das muss ich jetzt nichts bezahlen. Also ihr könnt mal eben Heu, also Tierfutter oder Milcheimer holen. Ich mag den Artstil total gerne. Und der hat auch Tiere, Chickens, Kühe und Pferde. Okay, legt Eier, wenn man sich gut darum kümmert, jeden Tag. Mhm. Hier ist dein Haus, okay. Och, sehr schön, Elvi. Schön, dass du wieder da bist. Ein bisschen, gell? Ein bisschen hat es auch was von Dreamlight Valley, das stimmt. Oh, können wir den Boden wieder zumachen? Oh.
Oh, Entschuldigung. Ich habe Wasabi geerntet. Wo sind wir? Hier wohnt noch jemand. Oh, ein neues Gesicht. Du hast wirklich eine tolle Ausstrahlung. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Okay. Okay. Na gut. Wer weiß, wer er so ist, ne? Ich kenne ihn jetzt nicht. I don't know. Hallo, hier ist eine kleine Biene. Oh, hat die mich jetzt gestochen? Ich glaube, sie wollte. Inventar voll. Oh. Oh. Nicht ausziehen! Girl. Heidewitzka. Sie hat sich gerade ausgezogen. Na gut, ich glaube, dann können wir jetzt gerade gar nicht so viel machen. Dann würde ich eher schlafen. Das finde ich halt auch cool, ne? Weil ich hätte jetzt immer Angst gehabt zu schlafen bei dem anderen Spiel, weil ich dann denke, ja gut, dann haben wir einen Tag, oh, da ist noch jemand, verloren und dann, nee, den können wir nicht kennenlernen. Und dann haben wir halt, ne? Was wollte ich sagen? Einen Tag verloren und konnten dadurch wieder einen Tag niemanden heiraten, wisst ihr? Oh, oh. Okay. Ein Fundament, vielleicht kannst du hier eines Tages etwas bauen. Okay, cool. Und hier haben wir eine eigene Quelle. Oh, schön. Guck mal. Oh, hier sieht's aus, ne? Das Beet müssen wir auf jeden Fall auf Vordermann bringen, du. Sag ich euch. Müssen wir nochmal gießen? Nee. Kann man hier Wasser holen? Ach, schön. Okay, mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir was verkaufen. Was ist denn das hier? Ist das der Keller? Um diesen Keller zu öffnen. Okay, brauchen wir einen Schlüssel für. Mhm. Aber wir haben hier einen Schrank. Können wir da Sachen lagern? Hilfe! Nee. Okay, ist ein Klamottenschrank. Hm, wo können wir denn Sachen hinpacken jetzt erstmal? Will das ja gar nicht verkaufen. Den Gemischtwarenladen, ich habe ihn nicht gefunden. Hm, Recyclingzentrum. Schule? Oh süß, es gibt eine Schule. Heiße Quelle. Bens Wohnwagen. Vielleicht wäre es cooler, wenn die Stadt erst unsichtbar ist und man entdeckt die, wenn man drüber läuft, wisst ihr? Dass man echt eins nach dem anderen sieht. Hier ist der Gemischtwarenladen. Okay, das ist auch gar nicht so weit. Das ist gar nicht so lange her, Fernandra. Danke dir aber, das ist wichtig, ey. Also, das ist schon in Ordnung. Weißt du, was ich nicht so gerne habe, wenn man das so macht wie trink mal was oder trinken? Das finde ich immer sehr nervig, weißt du? Weil da denke ich mir so, ja, ich trinke schon. Aber du hast es ja sehr nett gesagt. Ich finde es immer nur so, je nachdem, wie der Ton ist, weißt du? Dann mag ich es manchmal nicht, wenn ich so befürwortet werde oder so rumkommandiert werde. Aber es ist ja voll lieb, wenn du sagst, hey Sandri, hast du schon was getrunken oder trinkst vielleicht mal wieder was? Ist doch warm heute. Das finde ich dann immer ganz nett. Und Tamara, Hallöchen. Ups, Entschuldigung. Ich schlage immer die Türen ein aus Versehen. Ah. Ich erinnere euch ja auch zwischendurch ans Trinken. Ne? Deswegen ist es ja voll toll, wenn ihr mich auch erinnert. Hey Sandri, wusste ich doch, dass du irgendwann mal herkommen würdest. Ich möchte die Person...
Ich möchte dich persönlich mit dem Besitzer des Ladens bekannt machen. Das ist Sam. Er leitet dieses Geschäft jetzt schon eine ganze Weile. Hallo Sandri, es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Willkommen im Gemischtwarenladen. Hier findest du beinahe alles, was du auf der Farm brauchst. Das meiste Saatgut, was ich verkaufe, ist aber saisonsbedingt abhängig. Wäre gut, wenn du das nicht vergisst. Also es ist immer noch 25%. Ich glaube, das hilft wirklich nicht. Ich muss mir jetzt echt mal Gedanken machen, ob ich mir... Wie gesagt, ich probiere das jetzt mal mit dem nassen Handtuch aus. Aber dann vielleicht wirklich mit einem Raumbefeuchter. Tommy, Ballerina, ich versuche die Streams jetzt heute Abend direkt hochzuladen. Normalerweise lade ich immer pro Abend was hoch. Also heute Abend kommt Story of Season Live und der Stream von heute. Und morgen kommt dann Coral Island, damit es nicht zu viele Uploads auf einmal sind, weil morgen kommt ja dann auch noch. Kommt ja dann auch nochmal Sims, ne? Also das heute Sims und Story of Season und morgen kommt dann Coral Island. Ja, genau. Also wenn du nochmal nachschauen willst, kommt es morgen. Okay, ja, saisonbedingt, okay, gut zu wissen. Ey, voll schön, ich habe richtig Spaß, Fernandra, war voll spontan. Wenn du Hilfe brauchst, dann schrei einfach, ich bin in der Kasse, an der Kasse. Na, ist das nicht nett, Sam? Jetzt geht vielleicht endlich mal was... Wer ist denn Sam? Ach so, er. Vorrat und Saatgut wieder. Weiter, was? Übrigens, bevor du gehst, Sandri, dein Zugang war ziemlich unerwartet. Ich bin mir sicher, dass viele Leute eher ängstlich sind. Naja, vielleicht eher neugierig darauf, den neuen Farmer kennenzulernen. Warum machst du nicht den ersten Schritt und stellst dich selbst den Leuten der Stadt vor? Das hört sich super an. Ja, und ich find's, Tommy Ballerina, und ich find's voll klasse, dass ihr das nachschaut. Also, ich freue mich total drüber. Auch Story of Season, ich merke voll, dass viele von euch sich dafür interessieren. Und ich find's auch voll schön, dass ihr dann die Streams auch nachschaut, falls ihr sie verpasst habt, dass ihr euch eben auch dafür interessiert. Das macht mir natürlich immer nochmal umso mehr Freude, das aufzunehmen, wenn ich weiß, dass ihr es natürlich auch schaut, ne? Also, finde ich ganz toll. Freue ich mich total. Hey, guck mal, da ist noch jemand. Hey, Girl, bleib stehen. Oh, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich heiße Everest. Kurz vorm Ava. Bei uns gibt es nicht so viele neue Gesichter. Also es ist toll für die Stadt, dass du hergekommen bist. Oh. Jetzt haben die mich so lange vollgelabert, dass jetzt geschlossen ist. Glaubst du das? Haben die mich so lange vollgelabert, dass jetzt geschlossen ist? Oh, guck mal, wir können auch sehen, wer Geburtstag hat. Ach, krass, wir wissen von ihnen schon, wann die Geburtstag haben, weil wir sie schon kennengelernt haben. Und von den anderen wissen wir es halt eben noch nicht. Das ist ja voll cool. Oh mein Gott, ich glaube, das... Oh mein Gott. Süß. Oh, wer bist denn du? Mein Name? Ich heiße Oliver, warum? Ja, ein ganz normaler Tag auf der Insel, schätze ich. Abgesehen davon, dass du jetzt hier bist. Ach, Oliver. Du kleiner Frechdachs. Ah, die Musik ist auch schön, ne? Direkt Bock, sowas in Sims zu bauen hier. Oh, hey. Oh, hey, schön, dich kennenzulernen. Nee, oh, hey, schön, dich wiederzusehen. Wieso? Wir haben uns noch nie gesehen, oder? Schön, wenn mehr Farmer hier sind. Wenn wir mehr einheimische Produkte bekommen, ist das eine bahnbrechende Neuerung. Okay. Girl? Ja, voll. Ich finde auch den Grafikstil schön. Es überrascht mich ein bisschen, weil oft... Wo sind wir? Oft mag ich die Art von Games nicht so sehr wegen des Grafikstils, aber so finde ich es richtig schön. Also ich bin nicht immer ein Fan davon, wollte ich sagen. Jemand mit Dehnungsstreifen. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob sie vielleicht ein Kind gekriegt hat mal. Oder vielleicht hat sie einfach abgenommen. Sie sah jetzt gerade aus, als würde sie Sport machen. Ja, sie hatte Dehnungsstreifen am Bauch. Richtig schön, ne? Wird gespeichert. Das finde ich halt auch cool, dass es wieder jede Nacht speichert. Das finde ich auch schön.
Bringe deine erste Ernte zum Hof. Ja, müssen wir erstmal gucken, ne? Es regnet heute. So, ein Schauwetter. Hallo Sandri, suchst du nach einem Zeitvertreib oder willst du dir vielleicht etwas Geld dazu verdienen? Während du darauf wartest, dass deine Feldfrüchte wachsen? Alles klar, komm Eleanor und mich in der Strandhütte besuchen. Wir haben die perfekten Willkommensgeschenke für dich. Okay, was werden wir tun? Hey, Mimi! Achtung, neuer Gegenstand. Wir stellen vor, Basic Bag. Es verfügt über 20 Plätze, Fächer. Das sind ganze 5 extra Fächer als bei einfachen Werkzeuggürteln. Trage sie mehr, tun sie mehr, machen sie sich weniger Sorgen. Jetzt in Sams Generalstore für 500 Münzen erhältlich. Wir haben 400 Münzen. Treffen Sie Townies. Gehen Sie zur Strandhütte. Jetzt wissen wir, welche Geschenke wir kriegen. So, das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch. Ist das hier die Strandhütte? Nein. Wo ist denn die Strandhütte? Hier? Sunny und Eleanor. Fände ich auch cool, wenn die Quests hier angezeigt werden würden. Sunnys Strandhütte, da gehen wir hin. Müssen wir hier runter? Okay, das kriegen wir hin. Und Annika, wie geht es dir? Hallöchen. Ziemlich mieses Wetter heute, Leute. Oh, zum Weinen, Annika, zum Weinen. Und Sunny, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Mach's gut. Ich sollte vielleicht nicht jeden mit der Axt erschlagen, ey. Hallo, Miss Sandri. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Valentina. Ja, hier ist es wirklich lustig. Man kann Drachen steigen lassen und im Winter Schneemänner bauen. Süß. Beach. Ach, guck mal, es gibt auch Schilder. Ja, ich will die ja alle gar nicht erschlagen. Das passiert ja aus Versehen. Ach so, ja, warte mal ganz kurz. Vielleicht sollten wir erstmal den Rucksack... Ach, so können wir nicht. Ach, Mann, Mann, Mann. Wir haben ja keinen Platz im Inventar. Oh, ist für eine schöne Strandbar. Um 9 macht er erst auf. Und Sina, Hallöchen, wie geht's dir? Er sucht ein Gänseblümchen. Ja, klar, suche ich für dich ein Gänseblümchen. Wie lange habe ich Zeit dafür? Oh, okay. Kann halt nichts mehr tragen, ne? Aber der Mann will ein Gänseblümchen. Mach gleich auf. Ja, ist doch schön. Und Sari, Hallöchen. Nee, die Welt ist jetzt relativ groß. Sarili, hast du gerade noch Story of Season geschaut? Also wir haben jetzt das Spiel gewechselt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Wer bist denn du? Du hast die neue Farm übernommen. Pah, ich verstehe. Nichts für ungut, aber du siehst so aus, als hättest du noch nie in deinem Leben Werkzeug in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, warum Connor einfach alles reinlässt. Unsere Gemeinschaft ist großartig, so wie sie ist. Bruder muss los. Was ist mit dem, ey? Da esse ich nichts in seinem Restaurant. Wie, ihr habt geschlossen?
Hä? Wieso haben die denn geschlossen? Montag bis Samstag. Mittwoch geschlossen. Manu, wieso denn? Du hast gesagt, du bist ein Bauer, oder? Das erklärt das Outfit. Wie süß. Pah, warum sollte man sich von all den Orten auf der Welt ausgerechnet hier niederlassen? Entschuldigung, dass ich lebe. Entschuldigung. Ich finde deine Stimme voll angenehm. Gucke deine Videos immer zum Schlafen. Oh Mann, aber manchmal muss ich auch schreien, ne? Dann erschrickst du dich bestimmt. Ja, komm, dann verkaufen wir halt ein bisschen was, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Ich bin halt so ein Messi. Ich muss immer alles sammeln. So. Okay. Jetzt geht's aber wirklich runter. Sie auch nie einen Schirm benutzen, gell? Ist denen immer komplett egal. Oh, eine Muschel. Ups, Entschuldigung. Mann, ich muss immer irgendwo aufpassen. Was? Sunny? Das können wir doch einem neuen Farmer nicht zumuten. Beide Geschenke auf einmal wären total überwältigend. Entschuldigung. Oh, dann fangen wir mal mit dem Angeln an. Jeder mag angeln, oder? Vielleicht wäre das keine schlechte Idee. Hi Leute, ich bin da. Willkommen, endlich ein neues Gesicht. Sandri, stimmt's? Jim, Sandri ist da. Schön, dich kennenzulernen. Och, der ist schon wieder, der Schnösel. Schön, dich kennenzulernen, Sandri. Setz dich bitte. Wir haben uns gerade über dein Willkommensgeschenk unterhalten. Okay, let's go. Wenn du lieber stehst, ist das auch kein Problem. Wir wollen ja nicht, dass deine Beinmuskeln schwächeln, stimmt's? Weil wir gerade von Beinmuskeln sprechen, ich hätte da ein perfektes Training für dich. Insekten fangen. Setz dich, Sandri. Was denn los jetzt hier, Insekt? Und wie ist das Leben auf der Farm bisher? Wir sind ehrlich. Müssen gucken, wie es läuft. Lass dir Zeit, Sandri. Wie Käfer müssen auch wir Menschen uns eine neuere Umgebung erst anpassen. Sandri, du musst eine Debatte für uns klären. Welche Aktivität ist besser, angeln oder das total spaßige und spannende Insektenfangen? Meine Frau, der ehrgeizige Marienkäfer. Angeln oder Insekten, Leute? Angeln oder Insekten? Jan, Hallöchen, mir geht's gut, wie geht's dir? Was meint ihr? Angeln oder Insekten? Angeln? Fliegen, Fliesen legen? Insekten? Ich kann beides nicht. Sehr gut. Angeln, angeln. Insekten? Mal was anderes. Insekten? Ich denke, dass wir eh beides machen, früher oder später, oder? Aber ich glaube, weil wir in Story of Season ja zu viel geangelt haben, würde ich mich, glaube ich, wirklich mal ans Insektenfangen setzen. Und angeln werden wir ja dann eh. Also es wird eh angeln dann am Ende. Ich denke mal, dass wir beide Sachen geschenkt kriegen. Nur das ist halt jetzt die Frage, was wir als erstes machen, ne? Ja, cool. Dann werden wir doch erstmal das machen. Eins nach dem anderen. Gott sei Dank, sagt sie. Sieht so aus, als hätte ich endlich jemanden gefunden, der Insekten so gerne mag wie ich. Nun ja, wenn das so ist, hier ist unser Willkommensgeschenk für dich. Eine Angelrute und ein Insektennetz. Ach, jetzt doch beides. Hä?
Deinen Fang kannst du verkaufen oder ans Museum spenden. Sieht so aus, als hätten sie es nötig. Viel Glück. Hey, cool, schnell raus hier. Let's go, let's go. Muss ich ausprobieren. Da ist ein Fisch. Was muss ich dann tun? Jetzt noch nicht so ganz verstanden. Moment. Ah, okay. Wenn er ruhig ist, ziehen. Ah, cool! Rubin-Goldgrundel. Oh, entschuldigen Sie einmal. Das mag ich, das Angeln. Brauchst du Ratschläge für deine Farm? Ich habe selbst noch nie auf einer gearbeitet. Ich fühle mich auch auf dem Meer. Ich fühle mich auf dem Meer wohler. Naja, abgesehen von meinen Pflanzen hier, meine Liebsten. Gut. Bye. Meine Tasche ist voll. Oh nein, jetzt liegt er da. Oh Scheiße. Ja! Kann man doch nicht liegen lassen hier. Den tollen Fisch, du. Nimm mal mit. Cool. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ein Spiel, das wir jetzt ein bisschen häufiger spielen. Gefällt mir richtig gut. Da ist ein Frosch. Ich glaube, dass man sich auch relativ bald hier zurechtfindet. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber wenn wir ein paar Mal in der Stadt unterwegs sind, dann können wir uns bestimmt schnell zurechtfinden. Also gefällt mir sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt und auch so schnell so gut gefällt. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Und damit speichern wir die Welt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter, weil das war jetzt heute erstmal der Versuch, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ob das uns gefällt, ob das cool ist für uns. Und ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr cool. Das heißt nicht, dass wir Story of Season nicht nochmal spielen. Nein, wir spielen nächste Woche auch Story of Season nochmal. Aber wir werden die Hochzeit auf jeden Fall noch machen bei Story of Season, weil ich das rausfinde. Ich will auch wissen, ob man da Kinder kriegen kann. Wir werden also schon nochmal ein, zweimal Story of Season spielen. Aber Coral Island wird auf jeden Fall jetzt auch mit auf die Liste aufgenommen. Und ich gucke direkt mal, wann wir das nächste Woche einplanen können. Das wird es auf jeden Fall auch spielen. Freue ich mich jetzt schon total drauf. Also hat mir jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die bei YouTube zugeschaut haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt und was ihr dazu sagt. Und ja, genau. Vielleicht auch mal, welcher euer Lieblingscharakter ist, den ihr bisher kennengelernt habt, falls ihr das Spiel auch spielt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli. Bye.